Objekt. Wir haben ein Subjekt und ein Objekt. Ich sage immer These und Antithese. Das Objekt ist das Aufgeschmissene. Okay, ich mache es mal ganz einfach. Die Objekt ist das, was du dir ausdenkst, und das Subjekt ist das, wo es rauskommt. Sub ist die Grundlage. Darum ist das Schöne, die Substanz ist, wenn du das jetzt rot schreibst, dann hast du Bewusstsein, ist etwas Verbundenes, eine verbundene Polarität, das heißt, die Welle, die noch nicht aufgetaucht ist, nur eine Seinsmöglichkeit, die zum Tanzen anfängt. Wenn ich es blau mache, ist eine raumzeitlich aufgespannte Polarität, fängt zum Tanzen an. Kannst du dir vorstellen? Sub, S-U-B, ist eine raumzeitlich aufgespannte Polarität, die zum Tanzen anfängt. Das Wort Tanz, Substanz, beginnt mit T-A und T-A heißt Wachraum. Das sind deine Gedankenwellen. Jetzt ist aber diese ausgedachte Substanz, wir nennen die ja mal mehr, die jetzt zum Tanzen anfängt, das nennen wir Wellen, ist das Pärchen These, Antithese, das Meer, das immer ist, zumindest jetzt gedachterweise. Im Meer meine ich jetzt zeitlich, chronologisch, und da kommen Wellen raus, die immer bloß für einen Moment da sind. Ich könnte jetzt auch sagen, das Meer ist immer unveränderlich, dasselbe Meer, das ist dein Selbst. Ich bin im Meer derselbe Geist, derselbe träumende Geist. Ich kann auch sagen, während ich ein Buch, ein Lebensbuch lese, bin ich von Seite 1 bis von der ersten bis zur letzten Seite immer derselbe Leser. Ich bin am Ende des Buches immer noch derselbe Leser wie am Anfang. Wenn ich jetzt vergesse, dass ich der Leser bin und ich verwechsel mich auf den Seiten mit den 6-Jährigen, das ist eine Lebensgeschichte, oder auf der Seite 20 mit den 20-Jährigen und so weiter, dann habe ich vergessen, wer ich bin. Und das ist jetzt momentan dein Jetzt-Zustand. Weil du hier, ich benutze mal das Wort, die meiste Zeit, dich mit einem Gedanken von dir verwechselst und sagst, das bin ich. Und nicht dran denkst, dass du der bist, der sich das ausdenkt. Übrigens auch jetzt gerade in Udo Jürgens. Wo meinst du, wo der den Text her hat? Sagst du mal von dem, der sich den ausdenkt. Egal, was in einem Traum eine Figur eines träumenden Geistes, ein sogenannter Protagonist im Traum eines träumenden, im Kopf eines träumenden Geistes, Beroschit, egal, was der singt, text, dingtet oder dichtet oder macht, es hängt davon ab, was der träumende Geist träumt. Die Quelle für alles, was du erlebst, ist zuerst einmal du selbst. Das klingt jetzt sehr esoterisch, aber das Komische ist, du wirst irgendwann einmal mit den Sätzen feststellen, dass das hundertprozentig das ist, was jetzt ist, was du auch sofort überprüfen kannst.